Hallo und einen schönen guten Abend, liebe Freunde. Willkommen zurück zur 30 Tage 50 Bizep Curl Challenge. Heute haben wir 30 Tage rum. Leider habe ich es nicht komplett durchgezogen. Zwecks der Prüfungsvorbereitung, die auch morgen dann natürlich noch stattfinden wird. 12.01. Deswegen hier erstmal noch ein Gruß an meine Klasse, die IAM 13.1 vom TGBBZ Neunkirchen. Servus, Jungs. Morgen schaffen wir das Ganze, da wird nochmal angegriffen. Das packen wir. Gut. Und heute schauen wir einfach mal, was das Ganze so gebracht hat. Natürlich habe ich zwischendurch ganz normale Workouts durchgezogen. Ja, hier viel Sit-Ups, Liegestütze etc. halt gemacht. Ne? Und jetzt mal sehen, was so dabei halt rausgekommen ist. Wir fangen an. Ausgangsposition. Mit na, 33 cm. Entspannt ein bisschen mehr. Na, das sind 37. Was wir jetzt haben, nach der Anstrengung. Sind wir hier immer noch bei. Ja, bei 33,5. Ja, 3, doch 33. Ja, das sind wir jetzt bei 38,5 nach 30 Tagen, mehr oder weniger als ein halber Zentimeter haben wir einen größer bekommen. Oh gut, dann ist dieses Jahr auf jeden Fall ein 45er Bizeps definitiv mal drin. Das ist auf jeden Fall das Ziel, was ich dieses Jahr anstrebe. Ist auf jeden Fall mal ein Ziel, was ich mir persönlich gesetzt habe. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann auch nochmal bedanken jetzt für mittlerweile 30 Abonnenten meinem Kanal und für 1000 Aufrufe und immer noch ein tolles Dislike-Verhältnis oder Like-Dislike-Verhältnis, egal wie man es sagen möchte. Ich fühle mich jedenfalls schon mal etwas fitter im neuen Jahr, auf jeden Fall, weil ich jetzt auch mal dranbleibe. Das habe ich auch euch zu verdanken, auf jeden Fall. Danke dafür.
Und mal sehen, was das Jahr 21 noch so bringt. Jedenfalls teste mir jetzt nochmal aus, was ich an einem Bizep Curl schaffe, also Maximalgewicht von bei mir immer 20 Kilogramm pro Hantel. Jetzt möchte ich einfach mal heute Abend noch rausfinden, was da jetzt komplett geht. Dazu baue ich mal kurz die Hantel um. Boah, dann bleibt einfach mal dran. Bleibt einfach mal dran. Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, was euer Maximalgewicht ist? Und dann könnt ihr euch vielleicht auch noch eine andere Challenge mal für mich ausdenken. Oder was ihr vielleicht noch sehen möchtet. Weil, was die Ernährung angeht, da kann ich eigentlich komplett noch gar nichts sagen, weil das mache ich, berücksichtige ich momentan noch kaum Ernährung. Das wird jetzt auf jeden Fall demnächst kommen, dass mal mehr nach der Ernährung geschaut wird, weil sonst schaffe ich dieses Jahr den 45er Bizeps definitiv nicht, weil da muss man auf jeden Fall auch die Ernährung dementsprechend abstimmen. Ja. Jetzt nehme ich einfach mal 25 Kilogramm auf die Hantel, was ich noch nie geschafft habe. Also das wäre jetzt mal was Neues, wenn das jetzt klappen würde. So, Freunde, hier ist das gute Stück. Ja. 25 Kilogramm. Plus halt, ich glaube, Kilo die Hantelstange. Wo sieht man's? Ich muss doch mal aufstellen. Jedenfalls haben wir hier 4 5er Scheiben. Das sind schon mal 20 Kilo. Und halt noch 2,5 Kilogramm, ja, eine kleine Scheibe, 2 kleine Scheiben noch. Dann versuchen wir die jetzt mal hochzuheben. Warm sind wir jetzt ja zum Glück. Das ist schon mal ein Rekord bei mir, definitiv. Nummer uno. Ne, fertig, einmal. So mal mit dem Schwingen, aber das ist halt keine saubere Ausführung. Also 25 Kilo einmal, okay. Ja, jetzt. Ja, jetzt müsst ihr euch mal kurz gedulden mit mir.
Aber jetzt will ich es natürlich auch wissen. Jetzt will ich die 20. So oft wie es geht. Kilo. Eins. Zwei. Fünf. Komm her. Oh, sechs. 20 Kilo. Okay. Da ist auf jeden Fall mehr drin. Also unser kleines Resümee nach 30 Tagen Bizeps Curls. Wir haben zwar einen halben Zentimeter Armumfang gewonnen. Dafür haben wir definitiv noch mal mehr Kraft dazu bekommen. So, Freunde. Jetzt will ich noch was testen. Entschuldigung, dass ich eure Geduld etwas strapaziere heute Abend, aber da ich mich auch im Strongman-Sport versucht habe, vor zwei Wochen, glaube ich, letzte Woche ein bisschen, habe ich hier auch noch den Endgegner heute. Der wiegt, glaube ich, 100 Kilo. Und das versuche ich. Ja, ich will ihn jetzt nicht großartig hochheben, nur versuchen, auf die Waage zu bekommen. Dass die auch funktioniert, stelle ich mich mal drauf. Ich habe ungefähr 90 Kilogramm momentan. Ja, das kommt hin. 2 Kilo mit den Schuhen abziehen. Dann versuchen wir da das Timer zu heben. Ja. Aber bitte nicht nachmachen. Das nicht gesund, glaube ich. Vor allem nicht ohne Gürtel. Nein, Gürtel, keine Ahnung, habe ich schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Deswegen will ich jetzt nur hier eine kleine Bewegung komplett aus den Beinen. Oh. So. Der wiegt sogar 117 Kilo. Gut, haben wir auch geschafft. Stellen wir den jetzt gleich nochmal zurück. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend heute. Und bleibt auf jeden Fall dran. Wünsche euch alles Gute weiterhin in eurem Sport. Je nach, egal welche Sportarten ihr auch ausüben mag. Macht es eigentlich mit Leidenschaft und ja, was man noch für hochtrabende Sprüche hier anbringen könnte. Lasst euch die dann gesagt sein. Gut, schönen Abend noch und für euch Jungs, gebt morgen Gas in der Prüfung, dass ihr das auch schafft, dass wir uns nicht wieder in einem halben Jahr sehen. Ne? Also dann, ihr wisst Bescheid. Wünsche euch was, schönen Abend noch, macht's gut. Ciao.